Ein regelrechtes Kontrastprogramm bietet das niedersächsische Braunschweig und dieses dynamische Duo. Ich bin Dennis. Ich bin Matthias, hi. Und ja, das ist unsere Schrebergartenkolonie hier. Der Kleingärtnerverein Hohe Tor e.V. Ist ein kleiner Schrebergartenverein. Irgendwie 50 Parzellen oder sowas sind wir. Und wir haben den schönsten Garten. Wir mögen es ganz gerne ordentlich. Und das spielt uns halt schon in die Karten, auch gerade mit den Regeln und so. Ne? Das ist für uns kein Problem und wir setzen die auch gerne um. Sei es mit der Heckenhöhe oder mit irgendwelchen anderen Regeln, Baum schneiden oder. Es sieht halt letztendlich auch ordentlich aus. Ja, natürlich guckt man öfters mal über den Gartenzaun und guckt, wie ist da der Stand der Dinge, wie weit sind da die Pflanzen oder wie fleißig sind die Nachbarn. Dass man da natürlich auch immer mithalten kann, nicht, dass die Nachbarn reden. Was verrät denn der kritische Blick in die eigene Umfriedung? Okay, na gut, den Rasen müssen wir dann auch mal langsam mähen. Na, Gründlichkeit beginnt ja auch schließlich mit Grün. Seid ihr eigentlich Streber? Sind wir Streber? Strebergärtner sind wir. Ja, ein bisschen, ja. Na, einigen wir uns auf die Streber-Schreber. Bevor wir uns drinnen umsehen, lassen wir die Jungs ihren Putz- und Stutzfimmel ausleben. Die Nachbarn sollen ja nicht reden. Mal ganz ehrlich, wo fängt die Pedanterie an und wie weit geht sie in diesem Garten? Ich mag es ganz gerne ordentlich, ich mag es sauber und es muss nicht alles ganz perfekt sein. Also nicht jeder Grashalm, aber jede Blume, die muss dann schon ausgerichtet sein. Also wenn es 20 Grashalme sind, dann geht es so langsam los, dass man dann ein bisschen kribbelig wird. Apropos kribbelig, die Laube wird geöffnet. Gucken. Ach, na ja. Gucken wir mal, wie es hier ausschaut, was sich getan hat. Da hat natürlich hier wieder alles voll reingeregnet. Na, hier auch wieder. Ja, wir hatten das schon ein bisschen abgedichtet, aber das Dach ist einfach auch schon 30 Jahre alt und das muss jetzt irgendwann mal neu gemacht werden, beziehungsweise ein bisschen abgedichtet werden. Das Haus ist von 1954. Wir haben, als wir das übernommen haben, im Schuppen einen kleinen Kasten gefunden mit netten Fotos, wahrscheinlich von den Vorbesitzern oder sowas. Die fotografisch dokumentierten Räume untermauern diesen Verdacht. Dennis und Matthias haben einen etwas anderen Einrichtungsstil. Ja, und das ist jetzt unser trautes Heim hier. Aber hier scheint ja alles okay zu sein. Hier sieht's ganz in Ordnung aus soweit. Das ist ja okay. Na, das ist nicht nur okay. Das ist ein wahres schöner Wohnen-Kleinod. Die kunstvolle Zusammenführung von klassischen und modernen Accessoires zeugt wahrlich von Geschmack. Was ist denn euer größter Schatz? Tatsächlich unsere Toilette. Wir sind da sehr stolz drauf, dass wir eine haben. Viele haben das nicht. Wir hatten uns ja damals entschieden für den Garten, weil er schon eine Toilette hat. Die haben wir innen drin noch ein bisschen verändert, das Badezimmer sozusagen. In meiner Badewanne bin ich Kapitän, kann mit den Seifendosen Dampfer spielen. In meiner Badewanne ist es wunderschön. Ja, das ist der Wellness-Tempel hier, ne? Ich fühle mich als Mann der Tat. Potzblitz, das ist wirklich popo-pompös. Und hier oben, das hing mal in der Laube, das haben wir übernommen. Der heilige Stuhl. Wir dachten, das kann nicht schaden, dass wir das Bild behalten. Genau. Ja, ich finde es ganz, ganz passend. Ist auch ein echt goldener Rahmen natürlich. Ja. Genau, ja. Die kleine Schatzkammer hat allerdings auch eine sehr dunkle, wenn nicht gar teuflische Seite. Zu einer Wassertoilette gehört auch ein, eine Klärgrube. Das ist ein 1000-Liter-Tank. Der ist unter unserer Terrasse gelegen. Und so zweimal im Jahr müssen wir den leer machen. Tja, was muss, das muss, wenn man muss. In Braunschweig schreiten die bestangezogenen Klo-Tankentleerer aller Zeiten zur Tat. Seid ihr nicht ein bisschen overdressed? Das ist ja auch der Catwalk von Braunschweig. Naja, wir werden, glaube ich, noch alte Hose anziehen und andere Schuhe noch. Wir werden uns noch schnell umziehen gehen. Und dann geht das an die Aufgabe. Wir sind auch etwas. Ein bisschen eitel. Ich glaube, ein bisschen eitel sein ist aber auch immer ganz gut. Jeder mal. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, ein bisschen eitel zu sein. Genau. Zweimal die Woche zum Friseur.
Wie oft? Alle zwei Wochen. Sie müssen oft. Da bist du immer. Da bin ich. Jetzt wissen wir's. Wir können ja erstmal den Wagen holen, würde ich sagen. Dass wir den erstmal ranholen, wa? Was für ein Wagen muss denn jetzt rangeholt werden? Wir haben ein Kackemobil haben wir. Du hast es getauft. Ich finde das Wort ja nicht so oder den Namen nicht so toll, aber. Also man kann das bestimmt nicht. Man kann es nicht im Duden nachschlagen, bin ich mir sehr sicher, aber man weiß, worum es geht. Das Kackemobil ist Vereinseigentum. Ebenso die Pumpe für die Pampe. Ach, Micha, moin. Moin. Grüß dich. Grüß dich. Na, alles gut? Ja. Wir klauen uns mal die Pumpe. Wir machen unseren Tank mal leer jetzt. Ne, weißt du Bescheid. Können wir ja noch nehmen, ne? Wieso, ist vormittags? Ja, aber bis 9 Uhr noch. Ja, da muss man mal. Wir waren einmal ein bisschen spät dran, da gab es einmal ein bisschen Ärger und so weiter. Dafür haben wir uns das jetzt gemerkt. Ich war der Meinung, man muss es vormittags machen, nicht vor 9 Uhr. Deswegen. Ui, haben die Streber etwa einen Tadel bekommen? Gib gleich einen drauf, siehst du? Hin und wieder vergisst man das eine oder andere, da kriegt man mal einen zarten Hinweis vom Vorstand oder ne, von Leuten, die ja was zu sagen haben, was aber völlig okay ist. Ne? Wir finden es immer gut, dass manche Leute so ein bisschen die Hand drüber haben, dass alles seine Ordnung hat. So, das ist schon mal unser Kackemobil hier. Dann kann die Spritztour ja beginnen. Wir müssen hier einmal rum. Wir können nur quasi einen Kreis gehen mit dem Wagen. Parken da an der Seite wieder. Ja. Ruhig das eine Rad kann in die Erde rein. Ja. Und jetzt? Abwassermarsch? Nein, wir müssen uns umziehen. Also eigentlich ist es eine fast saubere Angelegenheit, aber nicht, dass da mal irgendwie. Wir müssen hier ein bisschen mit Wasser arbeiten und so und nicht, dass man sich dann vollsaut. Ach, guck mal, die kann ich doch auch nehmen hier. Mama. Na, irgendeine alte Hose auf jeden Fall. Ja. Nice. Also rein in die neu aussehenden Altkleider. Die tollen Lumpen sind hoffentlich halbwegs dreckerprobt. Man muss auch im Kleingartenverein nicht der Schickste sein. Es reichen dann einfache Klamotten. Bisschen schick, aber dann nicht der Schickste. Genau. So, okay? Ja. Ich hole mal eine Schaufel, damit wir die Klappe da aufmachen können. Oder hier den Dreizack. Geht das? Genau, ja. Ein standesgemäßer Schlüssel für die Luke zur Hölle. Gucken wir mal drunter. Ich hoffe, mich springt jetzt nichts an hier. Maden. So, schön. Ja, das ist. Das ist immer die beste Aufgabe hier. Sag ich Winkel, Winkel und goodbye. Ich bin da etwas empfindlich bei den Gerüchen, obwohl man ja eigentlich weiß, von wem das ist. Und trotzdem habe ich da einen etwas schwacheren Magen. Das sieht dennoch sehr fäkalfachkundig aus. Woher könnt ihr so gut, was ihr da tut? Wir haben eine Einweisung vom Pumpenwart bekommen. Und wichtigste Regel, immer nur an Blau oder Rot anfassen. Ne? Der Rest könnte mal irgendwo getaucht sein. So, ich hoffe, das ist dicht. Ich hoffe es auch. Das läuft die ganze Soße gleich über die Terrasse. In Braunschweig rüsten sich Dennis und Matze noch immer für die Klotankabsaugung. Wir haben uns für den Garten entschieden, weil hier quasi schon eine Toilette drin war. Und zu einer Wassertoilette gehört auch eine Klärgrube. Das ist ein 1000-Liter-Tank, der ist unter unserer Terrasse gelegen. Und so zweimal im Jahr müssen wir den leer machen. Müssen wir nur hier mit den Blumen aufpassen, sonst sind die gleich geköpft. Oh Gott, ja, so ist doch gut. Überleben. Das muss ausgerollt sein. Ja, habe ich verstanden. Sonst haben wir hier den Kacke-Twister oder so. So, fertig. Okay. Sieht doch ganz gut aus. So,
Also ich kann das da nicht. Ich mache Strom rein, du hältst das dann da rein. Matze ist offensichtlich härter im Nehmen als Dennis. Na klar. Nein, Matze ist nicht härter im Nehmen als Dennis. Nein, hart. Kommt drauf an, auf was. Ja, beim Kackemobil, da hat er gewonnen wahrscheinlich. Ja, da kommt schon so eine Fahne hoch, ne? Dennis ist ein bisschen sensibel, was so Gerüche angeht. Ich arbeite im Krankenhaus, bin so manchen Geruch gewohnt und komme damit ganz gut zurecht. Und es ist eine Stunde, die man da durchhalten muss. Are you ready? 3, 2, 1, go. Warte, nicht so schnell versinken, dass der Schlauch, dass der nicht ins Wasser kommt. Und oh, ist da unten. Gibt es das Ding da? Dennis, es tropft hier so ein bisschen. Wollen wir noch mal kurz Pause machen? Dennis? Hä? Wollen wir hier mal Pause machen? Es leckt hier. Oh, Scheiße. Steck mal Stecker, zieh mal Stecker raus. Sonst haben wir die Soße hier auf der Terrasse. Ich glaube, da müssen wir jetzt durch. Ich mach das nicht noch mal auf jetzt. Da ist halt viel Druck hinter, ne? Kann man, aber zudrehen kann man das nicht noch mehr. Ne? Boah, dann ja muss richtig, ich das jetzt ne? noch mal anfassen hier. Nee, das ist zu. Das ist okay. Oder wir machen nachher ein bisschen sauber, wenn das da ein paar Tropfen. Na gut. Ready? Ja. Ein paar Tröpfchen gehen eben manchmal daneben. Läuft doch. Auch die Mief-Mimose hält sich wacker. Kann ich atmen gerade. Ich muss mal kurz weggehen. Geht? Ja, ja. Oh, da ist eine richtige Schaumparty drin, ey. Es gibt ja hier eigentlich ein Kakito-Verbot für uns und für unsere Freunde. Also eigentlich dürften da jetzt keine Würstchen vorbeischwimmen, aber es sind halt trotzdem Gerüche irgendwie, ne? Es ist so, naja. Strom raus. Das war jetzt aber Oberkant. 3 Zentimeter hatten wir noch, dann ist vorbei. Ja, das ging auf einmal so schnell und ich musste kurz mich abwenden. Ein bisschen höher. Oh, ich muss weg. Damit bleibt also auch die Saugrüssel-Endreinigung am härtesten Kerl im schönsten Garten hängen. Das macht Matze ratzefatze. Ich glaube, das reicht. Mr. Lover, Lover. Hast du nicht gerade gesagt, dir macht sowas nicht aus? Und schnell auf die Wiese. Okay. Schaffst du? Ja. 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 Die wiegt schon ein bisschen was. Dreimal die Woche zum Sport laufen, aber so eine Pumpe nicht tragen können. Das sind die richtigen hier. So. Da machen wir jetzt noch mal ein bisschen Wasser drüber. Und dann ist der ekligste, abscheulichste und widerwärtigste Teil auch schon überstanden. Schnell Decke drauf, Klappe zu, Affe tot. Die Partys können wieder starten. Klo ist wieder einsatzbereit hier. Perfekt. Perfekt. Können die Gartenmöbel wieder drauf. Und die verbrennen wir hier, die Handschuhe gleich.